Deutschlands Wirtschaft steht still, zumindest zu weiten Teilen. Viele Betriebe mussten schließen, andere wegen zusammengebrochenen Absatzes ihre Produktion einstellen. Millionen Menschen sind in Kurzarbeit und für nicht wenige ist das wohl nur der erste Schritt zum Arbeitsamt. Zugeschaltet aus Stuttgart ist mir jetzt der Daimler-Betriebsrat und Chef der unabhängigen Gewerkschaft Zentrum Automobil, Oliver Hilburger. Herr Hilburger, Ihre Branche, die Automobilindustrie, ist von der Kurzarbeit insbesondere betroffen. Wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus? Also bei Daimler ist es dasselbe. Das sind alle Produktionsstandorte in Kurzarbeit. Und weil wir ja in allen Betrieben der Automobilindustrie vertreten sind, kann ich auch sagen, es sind alle deutschen Automobilhersteller, befinden sich in Kurzarbeit, zumindest in den Produktionsbereichen. Das dürften ein paar hunderttausend Leute sein. Und das Gleiche trifft natürlich auch die Autozulieferer zu, die da in der Kette natürlich auch von betroffen sind. Ein Grund für die Probleme sind die in der Globalisierung oft internationalen Lieferketten, die nicht mehr funktionieren oder die durch Grenzkontrollen nicht mehr im Rahmen der Just-in-Time-Produktion abzuwickeln sind. Wie sehr hat diese Entwicklung die Krise noch verstärkt? Also ja, zwei Fragen. Also das eine ist, bringt das irgendwas? Also primär ist die Kurzarbeit ja gedacht, um Arbeitsplätze zu erhalten. So, wenn man die Ereignisse verfolgt, dann wurde ja Kurzarbeit jetzt vordergründig erstmal angemeldet, weil man glaubt, dass man seinen Beitrag dazu leisten kann oder will, um die Infektionskette zu unterbinden, also diese soziale, die soziale Distanz quasi auch im Betrieb zu erreichen. Also auf Deutsch, es wurde als allererstes mal Kurzarbeit beschlossen oder Blockpause vereinbart, um quasi die Leute daheim zu lassen, dass sie eben diesen angeblichen Übertragungsweg der Nähe nicht ausgesetzt sind. So, das ist das eine. Aber diese Entscheidungen, die ja quasi das öffentliche Leben so komplett lahmgelegt haben, unter diesem Stichwort Shutdown, betrifft ja jetzt nicht nur die Automobilindustrie, sondern das betrifft ja die gesamte Wirtschaft. So, und dieses Kurzarbeitergeld, das da jetzt gezahlt wird, das ist ja jetzt im Prinzip eine staatliche Subvention für Firmen, damit sie ihre Personalkosten auf Null fahren können, weil das muss man wissen, die Gesetze haben sich da geändert. Früher mussten bei Kurzarbeit, gab es andere Voraussetzungen, und vor allen Dingen mussten die Unternehmen die sozialversicherungspflichtige Beiträge weiter bezahlen. Und das ist jetzt weg, sodass also die Konzerne natürlich davon Gebrauch machen können und haben jetzt überhaupt keine Personalkosten mehr. So genau. Aber wie gesagt, ursprünglich war Kurzarbeitergeld gedacht, um Arbeitsplätze zu erhalten. Und in der ersten Runde hieß es ja erstmal, nein, ihr geht einfach nur aus Vorsorgegründen in Kurzarbeit. Ja gut, nun haben diese Lieferketten in der Vergangenheit ja aber mehr oder weniger reibungslos funktioniert. Sind die Probleme nun also wirklich eine Folge der Globalisierung oder einfach eines Virus, für das niemand was kann, also höherer Gewalt? Ja, das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Natürlich hat sich die verschärft. Aber auch das muss man noch ein bisschen breiter sehen. Die Kurzarbeit, die ja jetzt kommt, ist ja jetzt nicht, weil die Automobilindustrie gesagt hat, so ein bisschen an einem Punkt, wo wir nicht mehr können, sondern es bettet sich ja ein in eine politische Entscheidung, die da lautet, die sozialen Kontakte müssen vermindert werden. Genau. So. Und so wurde also primär erstmal Kurzarbeit beschlossen für Hunderttausende von Arbeitnehmern, weil man diesem gesellschaftlichen Auftrag folgen möchte. So, das ist die eine Seite. Aber wenn man jetzt bedenkt, und das ist so das, was jetzt auch der ein oder andere vielleicht erkennen kann, so ein politischer Shutdown mit der naiven Annahme, wir halten jetzt einfach mal den hochtechnologischen Standort Deutschlands einfach mal so an. Wir gehen alle in die vorgezogenen Osterferien und nach Ostern kommen wir dann alle wieder raus. Und sind dann alle ganz hoch zufrieden. Das funktioniert nicht. So. Und jetzt kommt eben in so einer Entscheidung, jetzt greifen Prozesse, die
für den Außenstehenden nicht sofort erkennbar sind. Eben über diese internationale Produktionswege, über diese massive Verflechtung in internationale Produktionsketten, fallen unglaublich viele gewohnte Handelswege einfach in sich zusammen. So, und selbst wenn jetzt man sagen würde, man fängt wieder an, viele Teile kommen aus Spanien, aus Italien, die gesamte Elektronik aus dem asiatischen Raum. Das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen. Und das ist das, das Dramatische an der jetzigen Entscheidung. Wenn das jetzt nur primär die Automobilindustrie für sich entschieden hätten, dass wir mal rausgehen, zum Beispiel wegen Überkapazitäten oder wegen mangelnder Nachfrage, dann wäre das eine Problem gewesen. Aber aufgrund dieses kompletten Runterfahrens werden möglicherweise sehr, sehr viele Zulieferer und Firmen diese Maßnahmen nicht mehr überleben. Und wenn man jetzt wieder hochfahren will, fehlt nur ein Glied in dieser Kette, bricht die gesamte Kette zusammen. Das ist im Prinzip wie ein Dominoeffekt, ein Steinchen fällt und alle kippen. Und das ist im Prinzip das, was die gesamte Situation so ja, bedrohlich macht. Das hätte ich jetzt gerne mal ein bisschen konkreter. Ist es jetzt ein Plädoyer für eine einfach stärker regulierte Wirtschaft, die eben mehr im Inland produziert? Oder ist es ein Plädoyer für eine stärkere Staatswirtschaft, die weniger am Profit als an der Erfüllung des Gemeinwohls orientiert ist? Also es wird jetzt zumindest erkennbar, wie verletzlich so eine globalisierte Wirtschaft ist. Und das ist sicherlich, da gibt es jetzt sehr viele Punkte, die da zu beleuchten sind. Die isolierte Betrachtung der Politik, aber auch der großen Konzerne und viele Aktiengesellschaften ist primär ausgerichtet auf komplette Ökonomisierung. Da geht es um Rendite, da geht es um günstig, um billig, um Verlagerung. Das ist ja der Hauptgrund. Ein nachhaltiges Denken entwickelt sich nicht primär aus einer Aktiengesellschaft und schon gar nicht in einem globalen Konzern. Die fühlen sich weder einer Volkswirtschaft verpflichtet, noch sonstigen sozialen Gemeinschaftsentscheidungen. So. Und natürlich ist die jetzige Krise mit Entscheidungen von politischen Entscheidungs-, also mit Regierungsentscheidungen, die ja in China begonnen haben, zeigt jetzt sehr deutlich, dass so hochkomplexe Firmen, die weltweit organisiert sind und weltweit aufgebaut sind und in Just-in-Time produzieren, also es gibt ja keine Lagerung mehr, es gibt keine Vorbeugung auf eine Krise, das alles führt ja genau dazu, dass mit solchen Maßnahmen im Prinzip alles stillgelegt werden kann. So, und eine Konsequenz aus dieser jetzigen Situation kann nur sein, dass wir nicht mehr Globalisierung brauchen, sondern weniger. Und dass dieses Mantra, dass der Markt alles regelt, zeigt eben, der Markt regelt gar nichts. Der Markt regelt Gewinne. Das ist das Einzige. Die werden privatisiert und die Verluste werden sozialisiert. So, und genau das stehen wir heute. Und wir müssen uns da im Klaren sein, wenn jetzt große Konzerne nach dem Staat rufen, das sind die gleichen großen globalen Konzerne, die bis gestern noch staatliche Reglementierungen als Hindernis gesehen haben, Handelsbegrenzungen, die ja das Ziel hatten, die Binnenwirtschaft zu sichern und zu erhalten und zu stärken, war ein erklärtes Ärgernis, war auch die Grundlage dafür, dass man die Globalisierung hat versucht, immer noch weiter auszubreiten. Und das alles erkennt man jetzt. Und ich will den Blick ein bisschen weg von der Automobilindustrie lenken. Mit diesem Shutdown, das trifft ja im Wesentlichen viel, viel stärker den Mittelstand, die Handwerker, die Selbstständigen, also unsere gesamte Volkswirtschaft, die ja eh schon jetzt nicht satt im Saft steht, ich will es mal so nennen. Und ich glaube, dass die Entscheidungsträger nicht bedacht haben, was für eine massive Auswirkung und was für ein Tsunami dort draus entstehen kann, wenn man eben einfach mal eine Volkswirtschaft einfach so anhält.
So, und das verspult ganz viele. Und wir haben ja 2008, 2009 die Krise schon gehabt, die war viel, viel, würde ich sagen, viel übersichtlicher. Jetzt ist die Lage so unübersichtlich, dass wenn man jetzt entscheidet, man steigt wieder langsam ein, möglicherweise viele Firmen diese Maßnahme gar nicht überlebt haben. Und ich weiß jetzt, ob es bekannt ist, aber in der letzten Woche waren schon die großen Vertreter der Konzerne in Gesprächen mit der Bundeskanzlerin, mit dem Wirtschaftsminister, mit dem Arbeitsminister, um deutlich darauf hinzuweisen, was für eine Auswirkung das alles hat und dass die Vorstellung, dass man einfach so wieder auf normal umschaltet, nicht da ist. Und dass es sein kann, dass man Stützkauf, also Unterstützungen für Zulieferfirmen wird benötigen. Wenn die nämlich vom Markt verschwunden sind, dann bricht eben die gesamte Produktionskette zusammen. So, also zusammengefasst ist die Globalisierung ein massiver Verstärker. Und wenn man es quasi, wenn man die Krise in sich betrachten möchte, ist die logische Konsequenz, wenn alle Lebensprozesse nur noch unter ökonomischen Gesichtspunkten gesehen werden, genau das Problem, wo wir heute leben. Eine Volkswirtschaft ist eben nicht nur zu betrachten unter ökonomischen Gesichtspunkten, sondern viele, viele Sachen sind systemrelevant und müssten unter staatlicher Obhut stehen. Also Obhut ist vielleicht übertrieben, aber zumindest so geregelt werden, dass eben nicht wesentliche Produktionsprozesse, zumindest in Europa, ja, so Gefahr laufen, dass sie so eine Krise nicht überleben können. Diese Staatsbeihilfen, die haben ja eine gewisse Janusköpfigkeit. Also auf der einen Seite sind sie wahrscheinlich notwendig, um viele Millionen Arbeitsplätze zu retten, aber sind sie nicht auch ein Beispiel genau für dieses Prinzip, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren? Nehmen wir die Lufthansa in den letzten Tagen, die ja sehr laut nach Staatshilfe, eventuell sogar nach Verstaatlichung ruft, auf der anderen Seite aber von einem Tag auf dem anderen ihre Tochter Germanwings dicht macht und ja wahrscheinlich den Stewardessen dann noch erzählt, ihr könnt euch jetzt für den halben Lohn bei Eurowings bewerben. Ja, genau, das ist das, was ich gerade gemeint habe. Ich sehe die gesamte politische Verantwortung der letzten Jahre in den etablierten Parteien, die eben nicht mehr die Verantwortung für das Gesamte im Wesentlichen im Vordergrund hatten, sondern sich gerettet haben mit Privatisierung. So, wir sehen viele Bereiche momentan im starken Blickpunkt, die gesamte Pflege, das gesamte Gesundheitswesen. Das ist natürlich alles diesem gleichen ökonomischen Druck unterworfen worden und man hat das Heil in der Privatisierung gesehen. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass wir in dieser jetzigen Situation, in der wir uns jetzt befinden, strukturelle Fehler wirtschaftspolitischer Entscheidungen der Vergangenheit kritisch hinterfragen müssen. Und es kann nur in diese Richtung gehen, dass volkswirtschaftliche Interessen für die Gemeinschaft ein viel wichtigeres Argument sind bei Entscheidungen, die Regeln für Firmen nach sich ziehen. Also auf Deutsch, diesem Ausspruch Reichtum verpflichtet, müssen klare Grenzen gesetzt werden, dass das auch eingehalten wird. Und das haben wir in der Vergangenheit eben nicht gesehen. Und da waren das halt einzelne Unternehmen. Jetzt geht es aber möglicherweise um die Erschütterung der gesamten Volkswirtschaft. Und auch da muss man sehen, dass mittelständische Unternehmen, kleine Handwerker, kleine Betriebe ja unglaublich gerne ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden würden, würden sie denn das können. Und auch da muss man hinter die Kulissen schauen. Natürlich wurde durch die Öffnung des Arbeitsmarkts, über die Öffnung globaler Märkte, der ökonomische Druck auf Kleinfirmen so groß, dass sie letztlich, um überleben zu können, oftmals gar nicht anders können, wie Teilbereiche auszulagern oder eben in den Löhnen möglichst viel so einzusparen oder die Produktivität so zu steigern, dass sie einigermaßen überlegen können. Also wir müssen grundsätzlich wir müssen grundsätzlich die Globalisierung zurückfahren. Weil die Globalisierung wurde uns immer verkauft als der ganz große Gewinn für alle. Und das ist ja nicht nur der. Das sieht man ja nicht nur jetzt, dass es eine Täuschung war. Es war auch vorher schon eine Täuschung. Nur jetzt kriegen es weite Teile der,
der Bevölkerung eben mit. Und vielleicht an der Stelle auch noch ein Satz. Es ist eben auch ein Fehler, aus unserer Sicht ein Fehler der Regierung gewesen, so einen Shutdown zu äußern, so einen Shutdown zu beschließen, das öffentliche Leben komplett zurückzufahren, ohne das Ende zu bedenken. Und da sind wir noch überhaupt gar nicht bei den Grundrechtseingriffen, das jetzt auch schon aufkommt, sondern da gehen wir rein mal nur, was für eine Auswirkung so eine Maßnahme nach sich zieht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das sehr viele Entscheidungsträger nicht bedacht haben, was sie da damit anrichten. Herr Hilburger, Sie sprachen von den Altparteien. Aber wie ist das nun mit der AfD, die ja jedenfalls ihr tonangebender Teil auch sehr neoliberal ausgerichtet ist? Also unbedingt gibt die AfD in der jetzigen Krise kein gutes Bild ab. Die beschäftigen sich viel mehr mit sich selber. So, aber spannend ist natürlich die Frage, wie gehen jetzt die Kräfte in der AfD mit um, die zu diesem marktliberalen Flügel gehören, weil sie erkennen müssen, dass der Liberalismus, die Globalisierung und der Glaube, dass der Markt eben alles regelt, es eben nicht alles regeln kann und auch gar nicht regeln will. So, und deswegen kann es gar nicht anders sein, wie dass die AfD als Oppositionskraft auch erkennen muss, dass in so einer Krise, wie sie jetzt kommt oder über uns hereingebrochen ist, in so einer Krise die Schuldigen beim Namen benennt. Also ich war mäßig überrascht, als ich das Verhalten im Bundestag gesehen habe, wie die Regierung teilweise sogar gelobt wurde für diese Entscheidungen, wo Hunderte von Milliarden kurzfristig zwar das Schlimmste verhindern sollen, aber zumindest im Arbeiterbereich, also alle Arbeitnehmer, denen schwant es, die wissen, die Rechnung, die kommt irgendwann. Und die soziale Frage, die ja in der AfD auch eine Rolle spielt, ist jetzt viel stärker zu gewichten. Die Privatisierung der Pflege, die Privatisierung der Krankenhäuser. Wir debattieren gerade über möglicherweise einen großen Ernteverlust, weil wir keine Erntehelfer aus Osteuropa nach Deutschland lassen können, beziehungsweise jetzt dürfen sie ja kommen, aber die haben eher die Sorge, dass sie nicht mehr zurück dürfen. Wir haben das gleiche in der häuslichen Pflege, wo Hunderttausende von Kräften fehlen. Das führt uns ja alle vor Augen, dass wir in der angeblich so reichen Gesellschaft überhaupt gar nicht reich sind. Weil zum einen, was ist das wert, Menschenleben zu pflegen, ältere Menschen zu pflegen? Das ist in einer durchökonomisierten Wirtschaft offensichtlich nichts wert. Weil sonst würden wir das nicht zulassen, dass eben diese Arbeitsplätze so schlecht bezahlt sind. Und wir würden auch nicht zulassen, dass in diesem Bereich Gewinnmaximierung Einzug erhalten hat. Und das ist die Kritik an diesem Neoliberalismus. Und da muss die AfD sich entscheiden. Momentan, alle Analysen der letzten Wahlen hat es gezeigt, eines der größten Wählergruppen für die AfD sind Arbeitnehmer. Und sagen wir mal neutral ausgedrückt, liegt es sicherlich nicht so sehr an dem Programm der AfD. Und sie wird sich entscheiden müssen. Sie wird sich entscheiden müssen, wollen sie den Regierungskurs des Neoliberalismus folgen oder wollen sie im Kern eine Oppositionskraft darstellen, die zurückgeht auf die Grundwerte, was einer Volkswirtschaft dienlich ist, dass eben der Staat dafür Sorge trägt, dass die Menschen, die in diesem Staat leben, ein bekömmliches Auskommen haben und dass Unternehmen, die in diesem Staat arbeiten, frei agieren können, aber eine soziale Verantwortung haben. Und die kann nicht heißen, wir müssen die Renditen erhöhen, wir müssen die globalen Märkte befrieden, indem wir Arbeitsplätze von Deutschland ins Ausland verlagern. Mein Eindruck ist ja, im Moment lobt jeder die Verkäuferin als die Heldin unserer Tage. Aber mir schwant,
nach der Krise wird deren Konzernspitze kommen und sagen, ihr habt es in der Ausnahmesituation mit Überstunden so toll gemacht, dann schafft ihr es jetzt auch mit weniger Personal. Also ich glaube nicht, dass ich dieses von alleine einstellen wird. Nur zur Information, man hat ja jetzt kurzfristig auch das Arbeitszeitgesetz verändert und das nicht zugunsten der Arbeitnehmer, sondern zum Nachteil. Man hat die Ruhezeit von 11 Stunden auf 9, soweit ich weiß, reduziert und die tägliche Arbeitszeit von 10 auf 12 Stunden erhöht. Natürlich alles unter dem Argument, wir müssen das tun, da gibt es einen ganz arg großen Bedarf. Das wäre ja auch nochmal so ein Thema, wo man beleuchten könnte, stimmt das überhaupt? Aber natürlich ist das jetzt primär erstmal eine Belastung. Und auch da ist mir das viel zu kurz gegriffen, wenn man jetzt eben im Jetzt bleibt, die Arbeitsbedingungen und die Zustände in Krankenhäusern und in Pflegeheimen, die sind ja nicht neu. Die ganzen Sozialverbände der letzten Jahre waren ja nicht still. Man hat ja erkennen können, das sind genau die Bereiche, wo prekäre Beschäftigungsverhältnisse herrschen, die der Gesetzgeber erstmal zugelassen hat. Also von daher bin ich ziemlich stark der Meinung, dass die Verantwortlichen, die die Rahmenbedingungen geschafft haben für die Globalisierung, für die Rahmenbedingungen, für die komplette Durchökonomisierung des gesamten Lebensbereichs, dass diese Verantwortlichen jetzt nicht gleichzeitig die Retter und die Löser dieses Problems sein können, weil die Warnsignale, die gab es vorher schon. Und deswegen ist natürlich zu befürchten, dass wenn das alles abgeflacht hat, dass das dann möglicherweise das jetzt Errungene auch beibehalten wird. Und das ist eine klare Aufgabe einer Opposition, das wäre auch die klare Aufgabe der AfD, das so zu benennen, wie ich es gerade gemacht habe. Und auch die Wertschätzung gegenüber dem einfachen Bürger, der täglich seiner Arbeit nachkommt, ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten die regierenden Parteien ja nicht nachgekommen. Und jetzt muss ich das, was ich vorgesagt habe zur AfD, nochmal hervorgraben. Es ist mir absolut unverständlich, wie in so einer Phase, wo Sachverstand ja auch vorhanden ist, man auf die Regierungslinie einschwenkt und diese fahrlässige Missachtung von wirtschaftlichen Zusammenhängen einfach zulässt. Und um es einfach auszudrücken, dieser Shutdown zwingt alle Menschen, dass sie daheim bleiben, faktisch. Es ist ein massiver Eingriff in unsere Grundrechte. Und selbst unter der Betrachtung des Schutzes hätte es andere Möglichkeiten gegeben. Und dieses im Bundestag nicht zu benennen, ist aus meiner Sicht ein großes Versäumnis gewesen. Im Grunde wäre das doch jetzt die Stunde der Gewerkschaften, die zumindest das Problem in der Krise thematisieren müssen. Aber also ich habe vom DGB in den letzten Wochen irgendwie gar nichts gehört. Haben Sie irgendwas vernommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, auffallend wenig hat man gehört. Man hat gehört, dass die IG Metall die Tarifrunde schnell über die Bühne gebracht hat, ausgesetzt hat. Da kann ich noch mitgehen. Es wäre jetzt sicherlich nicht der richtige Augenblick, wo es um Existenzen von Hunderttausenden geht, über Lohnforderungen nachzudenken. Aber die Gewerkschaften hätten jetzt die Gelegenheit, ihre eigene Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte zu reflektieren und müssten dann zu dem Ergebnis kommen, dass sie mindestens Wegbereiter der jetzigen Zustände sind. Und möglicherweise ist die Ruhe, die man jetzt da so hört, vielleicht auch genau dem geschuldet, dass sie erkennen, was sollen sie denn erzählen? Was sollen Sie erzählen? Der DGB hat die prekäre Beschäftigungsverhältnisse zugelassen. Der DGB und seine Einzelgewerkschaften an der vordersten Front, Verdi und die IG Metall, sind die Vertreter, die seit Jahren und Jahrzehnten sagen, wir müssen uns internationalisieren, die Globalisierung ist ein Segen für uns, wir müssen Nationalstaaten abbauen, weil die nur Hemmnisse darstellen, uns in alte Zeiten zurückwerfen. Und jetzt muss man feststellen,
Das genaue Gegenteil trifft jetzt ein. Das fällt uns jetzt alle auf die Füße. So, und wo sollen sie denn ansetzen? Verknüpft mit dem Establishment, bis in die höchsten Gremien der Parteien und die Unternehmer in dem Fall ja genauso, sitzen sie alle in einer Blase und sind im Prinzip genauso verantwortlich für die jetzige Situation, natürlich nicht für diesen Coronavirus, aber für die Auswirkungen, die wir jetzt haben, verantwortlich. Und da ist Schweigen möglicherweise auch Zustimmung zu ihrem eigenen Versagen und das Untertauchen, das Wegducken natürlich genauso. Also, was will ich sagen? Wir brauchen dringend in Deutschland, nicht nur in der Partei, in Parteien, im Parlament, wir brauchen in der gesamten Gesellschaft, natürlich aber auch im Betrieb, im Arbeitsleben, wieder Kräfte, die sich für das Wohl der eigenen Leute einsetzt. Und da ist die IG Metall und der DGB ja auch schon weit weg von seiner Klientel. Und ich weiß nicht, ob du diesen FAZ-Artikel gelesen hast, der über uns da geschrieben wurde, der Professor Dörre. Der analysiert das ja ziemlich treffend. Der mag uns natürlich nicht und versucht uns natürlich auch immer die rechte Schiene da zu drängen. Das ist ja in Deutschland beliebt. Wenn einem nichts mehr einfällt, dann kommt eben genau dieses Argument. Aber er gesteht uns ja zu, dass wir im Kern, dass wir einen wahren Kern haben, dass die Funktionäre der Gewerkschaften weit weg sind ihrer eigentlicher Klientel. Teilweise schämen sie sich ihrer Klientel. Und die Politik ist im Wesentlichen der Gewerkschaft bedacht auf gute Bilder. Genderismus mal umflapsig zum sagen, und Kampf gegen rechts, anstatt sich um die Sorgen und Nöte der kleinen Leute zu kümmern. Und ich habe das an anderer Stelle schon oft gesagt, in sehr vielen Fällen sind sie die nützlichen Idioten gewesen der Globalisierung. Und sie werden das auch jetzt nicht mehr hinkriegen. Ihre internationale Solidarität ist die einzige Rhetorik, die sie liefern, um soziale Standards überall zu erreichen. Wir wissen beide, das ist in Ost und West nicht funktioniert nach 30 Jahren Wiedervereinigung. Das wird global natürlich nie funktionieren. So. Und all diese Widersprüche, die diese Kreise in sich tragen, die ideologischen Barrieren, die Kreise in den Köpfen haben, die können die natürlich jetzt nicht ablegen. Und das ist das Ergebnis, dass man da jetzt halt schweigt und sich zurückhält. Ich bin mal gespannt, wenn dann die Krise vorbei ist. Jetzt kann ich mal auf die Automobilindustrie wieder zugehen. Wir haben die Forderung aufgestellt, dass es jetzt dringend an der Zeit wäre, die CO2-Vorgaben zumindest zu verschieben, wenn nicht sogar grundsätzlich nochmal zu hinterfragen, weil Deutschlands bekannteste Messstation von CO2, Stickoxiden und Feinstaub am Stuttgarter Neckartor zeigt trotz massiven Rückgangs des Verkehrs immer noch Spitzenwerte. Also von daher kann man erkennen, dass dort ideologische Grundlagen vorrangig herhalten mussten, um Fahrverbote durchzusetzen und den Kampf gegen den Verbrennungsmotor voranzutreiben. Ich will sagen, einige in der IG Metall schwant, dass ihr Klientel massiv betroffen ist. Und das zeigt sich eben nicht nur, dass sie die Arbeitnehmer entfernen von etablierten Parteien, sondern sie entfernen sich auch von den Einheitsgewerkschaften, die in Wahrheit ja gar keine Einheitsgewerkschaft ist, sondern ist eine ideologisch ausgerichtete, linksideologisch geprägte Versammlung, Gemeinschaft, nenn es wie du möchtest. Herr Hildburger, jetzt haben Sie ja Ihre eigene Gewerkschaft Zentrum Automobil schon so ein bisschen ins Spiel gebracht, aber mal Hand aufs Herz. Wir stehen vor einer Rezession. Viele vergleichen das mit der Weltwirtschaftskrise von 1929. Und wenn man alte Bilder sieht, da standen Menschen in Deutschland auf der Straße mit Schildern, auf denen war zu lesen, nehme jede Arbeit an, akzeptiere jeden Lohn. Was wollen Sie als Gewerkschaft in dieser Situation da überhaupt tun? Also ich möchte das Bild jetzt nicht unbedingt so bedienen, aber im Kleinen haben wir sowas schon. Wir haben Altersarmut, die es offiziell nicht geben darf. Und es gibt eben viele Rentner, die mit ihrer Rente nicht auskommen und müssen einen Zweitjob annehmen. Und da nehmen die auch jeden Job an, den sie kriegen können. Also, und das wird nach der Krise sich verschärfen, da bin ich ziemlich überzeugt davon. Wenn jetzt alle Beteiligten
nach Ostern so tun, als wäre nichts gewesen und wir versuchen wieder in Normalstand zurückzukommen, dann kommen wir alle vielleicht noch mit dem blauen Auge weg. Aber wenn das länger anhält, mit jeder Woche, werden die Auswirkungen natürlich gravierender sein. Und auf die konkrete Frage, was können wir tun? Und haben wir da immer noch eine Möglichkeit? Ja, da bin ich, glaube ich, da seid ihr ja auch so. Was müssen wir als erstes tun? Als allererstes müssen wir den Leuten klar machen, in welcher Realität leben wir. Und dann müssen die Räuber als Räuber bezeichnet werden und nicht die Räuber als Polizisten durchgehen lassen. So, die Verantwortlichen die Verantwortlichen der Situation, in der wir heute leben, die sind die gleichen, die uns Jahre und Jahrzehnte erzählt haben, uns geht es immer besser. Die Globalisierung, wir sind die Profiteure der Globalisierung. Und es hilft nichts, wir müssen den Menschen klar machen, wenn man sich natürlich von morgens bis abends Sand in die Augen schütten lässt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man genau solche Ergebnisse erzielt. Und der erste Schritt ist, sich zu lösen von den etablierten Denkschablonen. Es bleibt nicht aus, auch zu überlegen, was hat jeder Einzelne dazu beigetragen, dass wir heute so leben, wie wir leben. Weil diese Gesetze und diese scheibchenweise Enteignung unserer Volkswirtschaft, die kam mal nicht über Nacht und auch nicht einfach vom Himmel runter, sondern das waren Menschen, die das entschieden haben, meistens gewählte Politiker. Und wir müssen aufklären. Wir müssen die Leute aufklären. Ihr habt es in der Hand. Und es ist ganz konkret bezogen auf uns. Wenn wir unsere Arbeitsplätze erhalten wollen und wenn wir wollen, dass die Politik, egal welche Partei, wieder Politik für die Menschen in Deutschland machen sollen, dann müssen wir denen auch zeigen, dass wir nicht mehr bereit sind, uns alles gefallen zu lassen. Und das fängt im Kleinen an. Und wenn das jeder so erkennt, ich bin da sehr zuversichtlich, weil der erste Schritt ist eben, dass die Leute erkennen, dass sie eben den Printmedien auch nicht mehr uneingeschränkt Glauben schenken, dass die das Vertrauen in etablierte Parteien nicht mehr überall vorherrscht, dass diese, ich bin Arbeiter, ich wähle SPD oder ich bin Unternehmer, ich wähle CDU, erodiert ist, dass es alternative Kräfte gibt, die dringend notwendig sind. Und diese alternative Kräfte müssen natürlich dann aber auch im Sturm stehen können, Konzepte anbieten. Und unser Konzept in der deutschen Automobilindustrie ist, eine Gewerkschaft muss per se patriotisch sein. Natürlich haben wir alle ein Interesse daran, dass es allen Menschen auf diesem Planeten gut geht. Aber wir müssen primär uns dort kümmern, wo Not ist. Und das ist vor unserer eigenen Haustür. Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Weil reden kann jeder, man muss es tun. Und da sehe ich uns in einer ganz verantwortungsvollen Position. Die deutsche Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie. Wenn die fällt, fällt sehr viel mit. Und man hätte eine alternative Gewerkschaft schon viel früher aufbauen müssen, wenn man sieht, was für gute Industriezweige wir in Deutschland hatten. Du kommst von den neuen Bundesländern, auch da hat man gesehen, was die Globalisierung ausrichtet, was der Liberalismus ausrichtet. Das hat nur ganz wenigen genützt und den meisten hat es eben geschadet. Und da waren die Gewerkschaften vorne mit dabei. Und da bedarf es einer politischen Kraft, die sich dem entgegenstellt. Da bedarf es einer Öffentlichkeitsarbeit, wie kompakt, wie andere, die sich dagegen stellen. Es bedarf Bürgerbewegungen, die sich das nicht gefallen lassen, was passiert. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass jetzt auch eine Rechtsanwältin Verfassungsklage eingereicht hat gegen diese Grundrechtseingriffe, die jetzt stattgefunden haben. Es zeigt, es gibt noch Widerstandskräfte in Deutschland, die nicht bereit sind, alles mit sich machen zu lassen. Und last but not least ist es natürlich auch so, in den Betrieben, wo Hunderttausende, wo Millionen Menschen arbeiten, hat man viel zu lange den DGB-Gewerkschaften die Deutungshoheit überlassen. Und da sind wir eingebrochen, deswegen werden wir auch angegangen. Aber da müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass wir dort nach vorne kommen, dass wir über Mitgliederzuwächse größer werden, die soziale Mächtigkeit ausbreiten. Und ich habe das schon mal gesagt, wenn die Arbeitnehmer einen organisierten Wille kundtun, wird die Politik das nicht überhören.
Aber da müssen die Leute natürlich auch bereit sein. Wir müssen ein bisschen aus unserem Schneckenhaus rauskommen, müssen auch bereit sein zu sagen, wenn etwas falsch gelaufen ist, muss ich neuen Kräften die Möglichkeit geben, dass sie es beweisen können, dass sie es anders können. Und zumindest auf der Gewerkschaftsebene ist Konkurrenz sicherlich kein Fehler, ähnlich wie im Parlament. Sagt Oliver Hilburger, Daimler-Betriebsrat und Vorsitzender der unabhängigen Gewerkschaft Zentrum Automobil. Vielen Dank, Herr Hilburger, nach Stuttgart und vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie uns zugeschaut haben.